Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Mythology. Die dritte Mission steht an, und zwar nur die Oberfläche. Wir sind gespannt. Akanthos erreicht Troja gerade noch rechtzeitig, um die griechischen Streitkräfte zu unterstützen. Nun muss er die äußeren Verteidigungsanlagen Trojas durchbrechen. Na, da sind wir doch mal gespannt, oder? Alkantos bei den Göttern. Mutter Atlantis schickt ihren besten Admiral, um für mich zu kämpfen. Gütige Worte, König Agamemnon. Und wen haben wir hier? Ajax, welche Überraschung, euch so wohlbehalten hier zu sehen. Diese trojanischen Hunde versuchen es immer wieder, mein Freund. Gut, euch wiederzusehen. Warum so fern der Heimat? Nun, irgendjemand musste euch ja helfen, dies hier zu beenden. Sie halten Helena hinter ihren Mauern gefangen und wir konnten bis jetzt nicht durchbrechen. Das wird sich bald ändern. Ihr kommt gerade rechtzeitig zu unserer Schlussoffensive, Alkantos. Lasst eure Leute an Land gehen und ein Lager im Osten aufschlagen. Aber seid auf der Hut, es gibt dort trojanische Späher. Danach beginnen wir mit den Vorbereitungen für den Angriff. Nett, nett. Agamemnon. So. Ich hoffe, die Mods funktionieren. So ein paar Mods, die haben ein bisschen wieder geklappt und ein paar wieder nicht. Muss ich mal schauen. Ich bin noch nicht zum Updaten gekommen. Obwohl man jetzt meinen könnte, dass es nach einer Woche, dass ich das hinkriegen würde. Aber nee, nee. Zack. Wir werden das jetzt schön geschmeidig, werden wir das jetzt runterspielen. Ohne Wenn und Aber. Da di da da. Brossische. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ruckelt hier gerade so ein bisschen. So leichte Frame-Einbrüche. Vielleicht. Vielleicht hätte ich doch warten sollen, bis ich mit dem Upload fertig bin. Ach, wird schon. Der zweite Held, den wir jetzt hier haben, ist Ajax. Der wird übrigens auch. Ich glaube, das ganze Abenteuer wird er dabei sein. Also, sogar in beiden Kampagnen kommt er vor. Also, wir werden... Diese Schiffe kommen aus den trojanischen Häfen. Oh. Von diesen Häfen aus wird die Stadt versorgt. Wir müssen sie zerstören. Na? Besser, wenn die Helden zuerst angreifen. Die Helden regenerieren sich nämlich. Meine Leute nicht. Das ist das... Kleine, aber feine Problem, was ich hier gerade habe. Der Typ hat meinen Soldaten gekillt. Der Sack. Da gibt's natürlich auch Nahrung, aber dass da oben noch Kriegsschiffe sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Das ist schon so lange her, dass ich das hier jetzt gespielt habe. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal wieder auf Nummer sicher gehen. Und so ein bisschen Schutz aufbauen, weil ich weiß, von wo sie angreifen. Das verschafft mir dann doch so ein Zeitfenster, würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen eine Atempause, wenn ich mich hier jetzt so ein bisschen um meinen Schutz sorge. Esto. Benutze ich mal den als Speer. Ich habe vor, diese als erstes anzugreifen, das mache ich eigentlich jedes Mal. Fragt mich nicht warum, ist irgendwie besser. Erdbeben. Hä? Was ist das denn für ein Bug? Das ist ein Zauber. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Wie dem auch sei. Hier ist noch eine Goldmine, die nehme ich noch mit. Ja. Ich werde mir da ein kleines Gebiet, in Anführungsstrichen, werde ich mir zu eigen nehmen. Ich könnte vielleicht mal hingehen und sagen, ich... hier noch eine Mauer. Wie gesagt, ihr könnt mich Bunkernappel schimpfen oder sonstiges. Das ist ein Bug, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Dass das überall da zu sehen ist. Ist mir egal. Wofür ist sie sonst ins Spiel implementiert worden? Ja, jetzt ist die große Frage, wo kriegen wir noch ein bisschen Nahrung her?
Ja, den Schwertkämpfer wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Lasset mich in Ruhe. Sobald wir erstmal so ein bisschen Schutz haben, wird das wahrscheinlich laufen, sag ich mal. Ja? Muss ja nur ein bisschen laufen. Mach ich hier auch zu. Groß genug, dass da ein Tor reinpasst. Denn wir müssen ja noch da durch. Oh ja. Erstmal hier so ein bisschen. Ich erstmal wieder einen Köder rein. So. Was mache ich jetzt? Esto. Von hier brauche ich eigentlich nichts zu fürchten. Das Problem ist, wenn die Schiffe angreifen. Das wird wehtun. Ich gehe ja sonst eigentlich gerne auf Zyklopen. Wegen Infanterie und so. Ich würde aber sagen, wir nehmen diesmal den. Gerade wegen den Bogenschützen. Ist zwar nicht unbedingt immer gegeben. Aber besser wie gar nichts. Ein paar Verbesserungen wieder reinknödeln, sag ich mal. Du baust die Mauer, das ist wunderbar. Ja, das Spiel ist ein bisschen alt und... Na gut, was heißt, es ist ein bisschen alt? Das Spiel wurde ja neu aufgesetzt. Von daher kann ich nicht sagen, dass es alt ist. Aber, es hat schon so seine Momente. Ja, Bea, du kommst nicht dran, wa? Metaleus. Komm schon, ich brauche dringend ein paar Felder. Hier draußen ist es mir zu unsicher. Ich möchte nur ungerne länger als nötig da draußen sein. Wofür habe ich mir sonst eine Mauer hochgezogen? Ich habe hier noch 3. Ja, ich denke, das dürfte ganz knapp werden. Aber ganz knapp. So. Das erforsche ich gerade. Jetzt brauche ich noch ein paar Türmchen. Hier reicht's, wenn ich einen hinsetze. Muss ich da überhaupt ein Türmchen hinsetzen? Ich glaube nicht. Aber hier mindestens 2. Hier vielleicht... Hier an der See unbedingt. Unbedingt. Ich weiß, was mich da erwarten wird. Oder... Ich sehe, was mich da erwarten wird, liebe Freunde. Und das kann ich einfach nicht riskieren. Machen wir mal ein paar Goldgräber. Hier ein Türchen. Da ein Türchen. Verflucht, die kommen da nicht durch. Ich habe jetzt gedacht, die kommen... Scheiße. Ja, gut. Fehler in der Planung. Ich war es nicht. War schon so. Verdammt. Jetzt bringt mir natürlich der Köder aus sehr viel. Ich weiß, dass die Typen gleich angreifen werden. Oder sagen wir es mal so. Ich weiß, dass die Typen kommen werden. Nur wann, weiß ich halt nicht. Ich könnte ihn jetzt mal als Speer da lassen. Aber nö. Mache ich noch Zinnen? Zinnen unglaublich gut. Dann treffen sie besser bewegliche Ziele. Ich habe so ein bisschen Schiss. Wenn ich den Hafen platt mache, brauche ich mich hier nicht mehr vor Schiffen auch von der rechten Seite zu fürchten. Dann nur noch von der linken. Warum baue ich das jetzt so ein bisschen weiter weg von den Mauern?
die Türme hier im ersten Zeitalter, die du musst etwas forschen, damit sie auch runterballern können. Also wenn die jetzt quasi direkt hier dran stehen, wie mein Hoplit, und dann draufklöppen, könnten sie nichts machen. So dürfte das Ganze doch schon Alter. Unbelievable. Unbelievable. Ich brauche mehr Nahrung. So langsam muss es hier vorwärts gehen. Dann habe ich alle Wirtschaftsupdates habe ich schon durchgeknödelt. Kann das sein? Verflucht. Mir fällt gerade mal ein. Ich brauche ja Holz dafür. Ich baue hier mal noch so ein Ding hin. Zweites. Zack. Du musst dich leider noch gedulden, mein Freund. Ist das nicht schön entspannend? Ich fand die Musik davon immer schön entspannend. Dum, dum, dum. Rum, dum, 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 dum. Ups. Das war schon so. Troja, Hades. So, ich könnte mal langsam was brauchen, was mich heilt oder irgendwie wieder fit macht. Das Problem ist, Poseidon hat diesbezüglich leider gar nichts. Prostagma. Wulome. Prosteche. Du baust... Entschuldigung. Da habe ich so ein bisschen was im Hals gehabt. Mal noch zwei Türmchen hier hin. Am liebsten würde ich den nach hier hin verschieben. Aber es geht leider nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, sämtliche Tiere in der Umgebung da. Lege Bunny. So, was mache ich jetzt? Ich könnte hingehen und sagen, ich baue mir mal gerade fix eine Waffenkammer. Können wir unsere Panzerung mal ein bisschen aufbessern? Das hat man ja, glaube ich, in der ersten Folge gesehen. In der zweiten habe ich es, glaube ich, vergessen. Ich weiß es gar nicht mehr. Normalerweise mache ich das immer so. Immer ein bisschen besser ausrüsten und dann geht die Party ab. Achso, ups. Hat keiner gesehen. Bob. Sind wir vom Wasser, dürften wir jetzt auch geschützt sein. Ich hoffe es mal. Ansonsten haben wir ein Problem. Ich könnte eigentlich jetzt wirklich hingehen und sagen, gib mir ein bisschen... dass ich mal eine Kaserne baue und mal angreifen gehe. Ich habe so viel Nahrung und Gold. Theoretisch wäre es eigentlich gar nicht abwegig. Verdammt. Das wollte ich nicht. Ich mache jetzt wirklich gleich mal so eine Militärakademie. Was mache ich? Es war ja eine Goldgräberin. Mein Pegasus. Gehen wir mal so ein bisschen spähen. Solange sie nicht wissen, dass wir hier sind. Ich weiß aber, wo das Lager von denen ist. Ich werde es allerdings nicht verraten. Und ich werde es auch ignorieren. Aha. Waren die etwa schon hier? Muss ja. Die waren auf jeden Fall hier. Leje. Wulome. Konnte man nicht mal früher was einstellen, dass man irgendwie automatisch auf Erkundungstour gegangen ist? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es doch gar nicht. Was weiß ich eigentlich? Keine Ahnung.
Und davon viel. Esto. Was mache ich denn mal? Hier ist nochmal Gold. Also ein bisschen gucken. Was? Achso. Tadi. Gucken, gucken. Der Aphrodite. Oh oh. Das ist nicht so nett. Ihr seid nicht nett. Lasst mich. Gehen wir mal ins nächste und zwar. Der Zauber ist. Gefällt mir besser, aber. Ich nehme Dionysus. Etimus. Didi. Werde ich eigentlich abgeschossen, wenn ich da erkunde? Ich habe es noch nie ausprobiert, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin in Troja. So. Bau ich mal so ein bisschen. So. Ich habe ihn fertig. Das Problem sind, das sind Anti-Infanteristen. Ich könnte jetzt... Ich glaube, ich mache das auch. Ich baue mir gleich ein bisschen Kavallerie. Das wäre, glaube ich, die klügere Idee gewesen jetzt hier, aber... ich habe es einfach mal ignoriert. Not enough gold. Dankeschön. Soll ich dazu noch... Komm, machst du 3. 3 ist besser als 2. Die lasse ich mal hier. Falls der Gegner noch auf die dumme Idee kommen sollte, mehr Schaden zu machen, als ich meine Welle heilen kann. Zumal das Problem besteht. Nee, lassen wir das. Ich baue jetzt gleich hier noch 2 Ställe hin und dann passt das Ganze. Bisschen. Zack. Kommt da noch eine? Ja, da kommt eine. Ich könnte noch. Das hier könnte ich noch gebrauchen, aber ich habe zu wenig Gunst und auf Gunst jetzt warten. Da sitze ich noch Jahrhunderte hier. Deshalb lasse ich das. Läge. Das wird nie im Leben reichen. Selbst wenn es schwere Infanterie ist. Never ever. Never ever reicht das. Gut Nahrung kriegen wir. Wir brauchen Gold. Natürlich kann ich ihn nicht bauen. Wer hätte es auch gedacht? Soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Wieso greifen die nicht an? Greifen die auf Mittel nicht an oder was? Bin ich jetzt im falschen Film? Im Grunde genommen dürfte ich mit denen eigentlich... Ich weiß es halt nicht. Ich will hier keine Scheiße erzählen. Mehr Gold farmen. Mal schauen. Whip. Gut, wir haben uns eine gute Wirtschaft aufgebaut. Wir haben uns ein bisschen
Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich versuch jetzt mal mein Glück. Ihr werdet's ja jetzt sehen. So. Ausgerüstet sind sie mit dem Besten, des Besten. Ich könnte allerdings jetzt noch 3 Guns warten, dann haben sie ein bisschen mehr Leben. Egal. Egal. Komm. Tschö. So, mal ein bisschen die Leute ziehen. It's machin. Na komm. Die Mission wird ganz schnell zu Ende sein. Was war das gerade? Hallo, was war das? Was macht hier gerade diese Geräusche, die ich nicht identifizieren kann? Ich würde mal ganz stark darauf tippen, dass mich irgendwo jemand in Skype oder so angeschrieben hat. Aber Skype macht nicht diese Geräusche. Das ist gut. Gegen die habe ich Konter. Das ist doch schön. Lol, wo... Woher kommt ihr denn jetzt bitte? Haha. Kein Match für mich. Ich denke mal, das waren die Angriffstruppen von dem. Die habe ich dann gerade zerschlagen. Und ich mops mir jetzt das Ding. Vorher baue ich mir noch 2 Ställe. Dann mache ich das. Dann haben alle meine Einheiten mehr Leben. Das hätte ich eigentlich von Anfang an machen sollen, aber ich habe es vergessen. Aber ich meine, hallo, 3 Hydren. Im Austausch so ein bisschen mehr Leben. Da wähle ich doch 3 Hydren. Statt 2 und ein bisschen mehr Leben. Ich find's kacke, dass der jetzt gerade nur auf meine Infanterie geht. Vorbei. Das heißt, ich bin rechts schon mal abgeschützt. Versichert. Mach ich hier das noch, wenn ich mehr Ressourcen krieg. Gut gemacht. Jetzt, wo die trojanischen Häfen zerstört sind, kann Agamemnons Armee landen. Ist das alles? Mehr nicht? Nur Pferde? Und das schimpft sich Unterstützung. Nein. Das finde ich jetzt nicht nett. Meine armen Leute werden jetzt zu Klump gemacht. Das Problem ist auch noch, die haben Hopliten. Schicke ich die mal mit. Eine Türme. Keine Dirne, eine Türme. So. Das nenne ich doch mal eine schlagkräftige Truppe. Auch wenn ich, wie gesagt, Kavallerie nicht ganz so geil finde, wie andere Leute es tun. Ist mir dann einfach ein Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz geheuer. Aber das soll ja hier jetzt nicht zur Debatte stehen. Ich brauche Gold. Dringend. Gib Fatih noch ein bisschen Gold. Und wenn du schon dabei bist, auch noch ein bisschen Holz. Ah, das kann ich nicht machen. Da. Die Festung ist gut verteidigt. Natürlich musst du jetzt auf meine schießen.
Kann sich nur noch um Stunden handeln. Bis wir die Mauern erklommen haben. Na komm. Bumm. Jetzt noch hier die Mauer ein bisschen. Lasset den Spaß beginnen. So. Sind wir voll aus Bronze. Das heißt zwar nicht, dass wir ganz geschützt sind, aber wir nehmen jetzt weniger Schaden. Allerdings sind das nur unsere regulären Einheiten, die weniger Schaden nehmen. Unsere Hydren leider nicht. Ach, das ist so schön. Macht mal bitte die Kolosse. Aber so eine Hydra mit drei Köpfen macht auch Schaden. Die macht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, macht die mit jedem Kopf, macht die 20 Schaden. Also ihr könnt euch das zusammenrechnen. Die kann maximal 5 Köpfe haben. Das ist 100 Schaden pro Hit. Und so eine normale Einheit hat gerade mal 156 Leben. In diesem Zeitalter, natürlich. Das ist quasi 2 Schläge und der Gegner ist down. Allerdings muss man dafür mit der Hydra auch schon ein bisschen gekämpft haben. Und das dauert. Und wenn sie da nicht verwundet ist, natürlich noch besser. Na, gehst du auch bitte down. Dieser Schrei, den ihr da übrigens gehört habt, das war von Akanthos, unserem Haupthelden, die Fähigkeit. Die verstärkt die Einheiten nochmal und erhöht die Moral so ein bisschen. Wie dem auch sei, das war die 3. Mission und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es heißt, gerade eben noch.